Hey Leute, schaut mal, ich habe ein Bild für Penny gemalt. Danach wird sie mich doch bestimmt daten wollen. Oder? Also ich finde das schön. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. So, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi LP, der immer noch die gleiche Mütze wie letzte Woche trägt und immer noch dasselbe Oberteil wie Leute, es ist Corona, warum muss ich denn andere Klamotten anziehen, wenn ich eh nur hier alleine bin? Die einzigen, die darunter zu leiden haben, sind meine fetten Kater, weil, naja, ich halt mittlerweile... Obwohl, es geht eigentlich, aber man riecht sich auch. Und ist ja auch egal, warum erzähle ich euch eigentlich was über meine Hygiene während Corona-Zeiten? Ihr könnt froh sein, dass ich eine Mütze aufhabe, Leute, und ihr meinen Kopfdschungel nicht ertragen müsst. Der ist nämlich super ungünstig. Und ja, wir müssen ja einen guten Eindruck vor Penny machen. Und deswegen werde ich das jetzt auch in der heutigen Folge tun, indem wir allerdings mit einer anderen Aufgabe anfangen. Oder? Jetzt ist die Frage, wollen wir zuerst mit der Valentinstags-Aufgabe anfangen? Oder mit der Hauptstory-Aufgabe, die ich euch letzte Folge schon versprochen habe. Ich würde sagen, wir fangen mit der Valentinstagsaufgabe an, Leute. Los geht's. Los geht's, habe ich gesagt. Weil meine Aufgabe besteht ja jetzt darin, Madame Pince zu überzeugen, dass ich ihr helfen darf. Und, ja, diesen Valentinstagsball zum Besseren wenden kann. Weil, naja, Madame Pince ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die... Ja, stimmungsvollste Spaßkanone der Spaßkanonigkeit zu sein. Und von daher muss Daniel Granger, Mary Sue und Spaßtyp von Hogwarts mal wieder einschreiten und für Recht und Ordnung und Spaß und Romantik und alles Mögliche sorgen. Hallo Barnaby, wie geht's dir? Ich frage mich, warum man es einen Ball nennt. Mit Ballsportarten hat das ja wirklich nichts zu tun. Das ist ein guter Einwand, Barnaby. Da habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht dran gedacht. Wow, Barnaby, manchmal sagst du auch schlaue Dinge. So, Hallöchen, wer bist du? Oh, Bedia? Lol, wo sitzt sie? Bedia? Ich sehe keine Bedia. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Der Valentinstagsball wird mich bestimmt zum Malen inspirieren. Es gibt nichts Aufregenderes als Romantik. Oh, wenn du Penny wärst, das wäre super. Aber Bedia, ernsthaft, du sitzt... Ach, da hinten sitzt du! Ich habe mich gerade schon gefragt, wo du da bist, Bedia. Ich dachte, du kriechst irgendwie unter den Tischen herum. Was sehr seltsam gewesen wäre. Hallo, André. Ich habe viel Arbeit vor mir, wenn alle beim Valentinstagsball formell gekleidet sein sollen. Aber ich mag Herausforderungen. Ja, mach mir einfach ein schönes Outfit, danke schön. Hallo, Madame Pince. Verzeihung, Madame Pince. Professor Sprout hat mich gebeten... Psst, Sie, sprechen Sie bitte leiser. Tut mir leid, Madame Pince. Ich meine... Tut mir leid, Madame Pince. Mr. Granger, Sie sollten wissen, dass Pflanzen hier nicht erlaubt sind. Verlassen Sie die Bibliothek sofort. In Wirklichkeit sind die Blumen der Grund dafür, dass ich mit Ihnen reden wollte. Professor Sprout dachte sich, dass Sie die große Halle zusammen für den Ball am Valentinstag dekorieren möchten. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich die Arbeit machen würde. Aber Blumen sind nur eine Erinnerung daran, was den Leuten an einem Feiertag entgeht. Und ich möchte nicht, dass sich jemand bei diesem Tanzabend noch einsamer fühlt. Warum sollte sich jemand wegen der Blumen einsam fühlen? Also ich kann das verstehen. Ich meine, ich habe ja auch immer Blumen, weil ich dann das Gefühl von sozialer Interaktion habe. Weil auch Blumen haben Gefühle, Leute. Ja, außer sie sind tot. Dann sind sie tot. Und damit tot. Vergessen Sie es, ich spreche normalerweise nicht mit Schülern über diese Dinge. Aber dieser Ball soll ein feierlicher werden. Und die Schüler sind, ja, wie sage ich es am besten, besorgt darüber, dass sie es komplett in den Sand setzen. Ach ja? Dass sie nicht dieselben Vorstellungen für den Ball haben wie die meisten Schüler. Also ich. Nun, vielleicht möchten sie mich darüber aufklären, was für eine Art von Ball sie sich, die Schüler wünschen. Mit Vergnügen, solange es nicht acht... Warum frage ich eigentlich das mit locker acht... Oh, wow! Schon wieder eine... Ja, wir kriegen es locker gegen Ende knüppeldick, Leute. Let's go. Gut, dann wollen wir mal. Ich muss aber sagen, dass ich diesen Blumenstrauß echt schön finde. Vor allem, weil der irgendwie komplett ohne Halterung da steht. Was ich auch super fände, weil wenn das im Real Life gehen würde, dann würde ich einfach meinen Blumenstrauß so zusammenbinden und einfach irgendwo hinsetzen und mache mir die Sinnflut. Weil... Naja, ich habe halt nur einen Blumen...
Kübel, wie nennt man das? Blumenvase, genau. Aber ich würde gerne meine ganze Bude so oder einen großen Teil meiner Bude mit Blumen ausstatten. Also vor allem Schnittblumen, weil, naja, die sterben eh irgendwann. Und da muss man nicht traurig deswegen sein, weil man ja quasi schon mit dem Gedanken die kauft, dass sie in 1 bis 2 Wochen alle tot sind. Das ist doch super, oder? Weil bei Pflanzen, die in der Erde stecken, hat man ja immer so die Hoffnung, oh mein Gott, vielleicht überleben die ja, vielleicht werden die irgendwann mal groß, vielleicht werden die irgendwann noch schöner und dann sterben sie auch. Und dann ist man traurig, weil man das gar nicht erwartet hat oder zumindest nicht gehofft hat. Aber bei Schnittblumen ist die Erwartung sofort da, ey, die kratzen eh ab. Also von daher bin ich ein Schnittblumen-Fan. Genau, und ich habe aktuell Lilien bei mir. Interessiert wahrscheinlich keine Sau da draußen, aber ich sag's euch trotzdem, ich habe Lilien gerade hier. Und ich finde die so mega schön, wenn die nicht so unglaublich penetrant riechen würden. Aber naja, da muss man dann halt mal durch. So ist das Leben, Leute. So, das war mein Monolog über Schnittblumen. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Außer ihr hört das jetzt gerade nicht mehr, dann habt ihr wahrscheinlich abgeschaltet, würde ich jetzt mal behaupten. Einsammeln. Ihre Klassenkameraden wünschen sich also eine laute Nacht mit großem Spaß, mit ihren Dates und Freunden und jeder Menge Süßigkeiten, Alkohol und Striptease? Und dazu noch Blumen und eine Lichtshow? Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Haben Sie noch irgendeinen Vorschlag? Ja, Butterbier, das war wohl alles. Ja, Leute, natürlich Butterbier. Ja, Butterbier. Wer könnte schon zu diesem allseits beliebten Lieblingsgetränk Nein sagen? Das überrascht mich überhaupt nicht. Ich befürchte, dass ihr den ganzen Ball überrülpsen werden. Vielleicht? Wobei man nicht rülpst, wenn man seinen Mund in anderen... Ja. Lachen ist auch eine hervorragende Art, um den Valentinstag zu feiern. Der Abend, den Sie nach unserem Gespräch beschrieben haben, klingt einfach perfekt. Das mag sein, für einen Teil der Leute. Aber Ihnen ist nicht klar, dass nicht jeder so ist wie Sie. Nicht? Wir haben nicht alle dieselben Bedürfnisse oder Meinungen. Wollen die mich jetzt weiterbilden hier, Hogwarts Mystery? Wollt ihr etwa sagen, ich bin kritikunfähig? Ich verprügle euch auf dem Elbenwald-Festival. So. Aber hier gilt meine Meinung. Oh, ach so. Es wird keine Blumendekorationen bei diesem Tanz geben und auch keine süßen Snacks. Madame Pince, ich... Und die einzigen Klänge, die ich an diesem Abend hören möchte, kommen von einem klassischen Hammerflügel. Aber das klingt total traurig. Im Leben geht es nicht nur um Rosen und Zuckertassen, Mr. Granger. Und so sehr ich Bücher auch liebe, habe ich nicht vor, mir oder meinem Mitmenschen ihre Bilderbuchromantik aufzudrängen. Yay. Egal, wie sehr wir möglicherweise daran glauben wollen. Sehr verbittert, die Frau. Aber Madame Pince... Kein Aber. Professor Dumbledore hat mich für diese Aufgabe ausgewählt und mir freie Hand gegeben. Wenn Sie ein Problem damit haben, wie ich diesen Abend plane, dann sollten Sie mit ihm darüber sprechen. Okay, mach ich. Ich sollte mit dem Schulleiter sprechen, denn andernfalls kann es passieren, dass wir keinen nennenswerten Valentinstagsball bekommen. Genau, und ich kann da nicht mit Penny knutschen, also ab zu Professor Dumbledore! Also nächste Folge, nicht jetzt, weil, ich muss... Penny! Es ist an der Zeit, mit Dumbledore über Pins zu sprechen. Oh, Penny, du kommst mit? Das ist aber schon jetzt ein Argument, das doch zu... Nein, Leute, ich hab's euch versprochen. Wir machen jetzt die Hauptstory weiter. Weil ein Versprechen ist. Genau. Also, Daniel, halt das gefälligst ein, du Blödmann. Los geht's, Leute. Hallo. Oh, Penny hat die ganze Zeit dieses neue Outfit an. Das ist so schön. Und Ben hat auch ein neues Outfit. Wieso haben die alle neue... Kaum sind die in der 7. Klasse, wollen sie keine Uniform mehr tragen? Außer ich natürlich, weil ich bin Daniel Granger. Hallo, Diego. Diesen Sommer habe ich einige neue Tanzschritte perfektioniert. Es ist nicht Sommer, es ist Februar. Wir haben Valentinstag und die Zeitrechnung ist in Hogwarts Mystery einfach noch loster als Dougie LP auf seinem Kanal. Und das will was heißen. Hallo, Lizard. Ich habe gehört, dass Professor Kesselbrand neue Bautruckels bekommen hat. Ja, ist doch ganz gut, glaube ich. Hallo, Tulip. Hat irgendjemand Dennis gesehen? Er ist mit meiner Stinkbombe abgehauen. Warte, wir können ja mal gerade kurz Lucky Lucky machen. Dennis?
Dennis, bist du hier? Kann man dich irgendwie finden? Irgendwie so vielleicht? Irgendwie ein Easter Egg oder so, dass du hier rumhüpfst? Nö, leider nicht. Tut mir leid, Tulip. Hallo, Penny. Oh mein Gott, du bist so cute. Hallo, Leute. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Es gibt etwas, worüber ich mit euch reden wollte. Und es ist wichtig. Wohl kaum wichtiger als Professor Dumbledores Ankündigung, dass wir das Schulgelände verlassen dürfen. Oh mein Gott, ja. Stimmt, das ist toll. Nun, stellt euch nur all die Streiche vor, die wir außerhalb der Schule spielen können. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Professor Dumbledore für uns geplant hat. Ich bin total aufgeregt. Penny, du bist wegen so ziemlich allem aufgeregt. Das ist nicht falsch. Nun, wenn wir schon alle über unsere Karriere sprechen, hat irgendjemand vor, einen bestimmten Beruf auszuprobieren? Ich will mit Tierwesen arbeiten. Was ist mit dir, Barnaby? Er hat doch gerade gesagt, was er machen will. Warum frage ich ihn dann nochmal? Knuddelmus, Kniesel, Hippogreife. Barnaby? Ich glaube, er freut sich auf einen Beruf, der mit Tierwesen zu tun hat. Niffler, Bow, Truckles, Gnome. Ach, halt doch den Mund jetzt. Ist der kaputt? Ich glaube, er ist kaputt. Barnaby ist einfach nur Barnaby. Das stimmt. Eindeutig Barnaby. Was soll ich tun? Ich bin nun mal total aufgeregt wegen der Tierwesen. Ich bin neugierig, was ihr alle vorhabt. Lasst uns über unsere Berufswünsche reden. Okay, dann lasst es uns... Das zählt jetzt natürlich nicht, Leute, weil das nicht im Valentinstags-Event ist, aber danke, Hogwarts Mystery, wofür auch Energiepunkte kaufen, wenn ich sie eh direkt wieder ausgeben kann. Los geht's! Gut, Leute, das heißt, ich werde jetzt mal hier mein Bestes geben und hoffen, dass ich noch mit ein paar Energiepunkten aus der ganzen Sache wieder rauskomme. Und ja, ich bin wirklich am Überlegen, was der Grund dafür ist, dass die meisten jetzt keine Hogwarts-Uniform mehr anhaben. Und vor allem, was es zu bedeuten hat, dass wir das Schulgelände verlassen dürfen. Weil, ja, bedeutet das, dass das Spiel jetzt zeitweise nicht in Hogwarts stattfinden wird, sondern, ja, andere Bestandteile der Wizarding World zeigen wird und wir eben dann auch andere Berufe abchecken und lernen und entdecken können. Das wäre wirklich mega geil, weil, naja, das Spiel ist immer so aufgebaut, dass es manchmal halt neue Texturen, Animationen und so reinbringt. Und die werden dann später eben für weiteren Inhalt genutzt. Und wenn das Spiel jetzt wirklich hergehen sollte und uns erlaubt, rauszugehen und Berufe zu erlernen oder darin zu spielen oder so oder Aufgaben dort zu machen, dann wird es nicht dabei bleiben, Leute. Da bin ich mir fast sicher. Sie würden jetzt nicht einfach nur für eine Sache neue Animationen oder so einbringen. Dafür ist Hogwarts Mystery einfach eine viel zu faule, ja, Produktion. Und ja, vielleicht schauen sie einfach, wie es uns gefällt. Vielleicht ist das sogar unsere Auswahlmöglichkeit. Und dann später können wir endlich, na Leute, ihr wisst es ganz genau, einen Beruf auswählen. Ich freue mich da schon mega drauf. Ich denke schon, dass es irgendwo dazu hinauslaufen wird. So, dann nochmal besprechen mit Barnaby und mich mal ein bisschen hier mehr beeilen. So, wir lachen nochmal ein bisschen, genau. Och man, hier sind fast nur Swingspunkte. Das ist jetzt etwas ungünstig. Ich muss ein bisschen, oh verdammt, beide 5. Ich muss echt aufpassen. Ich glaube, das könnte wirklich so sein, dass ich innerhalb des Valentinstags-Event Level 5 werde. Egal, ob ich das will oder nicht. Weil mir manchmal halt auch keine Alternative geboten wird, wie gerade gesehen. Aber egal, dafür leveln wir andere Clubpunkte schon mal auf. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt in absehbarer Zeit auch noch für die anderen Clubs, je nachdem welches Level man erreicht, auch noch ein Event stattfinden wird. Weil es wird ja nicht nur für einen Club ein Event geben. Also das wird sich ja wahrscheinlich dann auch auf die anderen Clubs auswirken. Und von daher, definitiv nicht verkehrt, da schon mal ein bisschen Energie reinzustecken. So, lächeln nochmal. So. Und ja, wen können... Oh, jetzt sind es wieder nur Swingspunkte. So, nochmal bestätigen. Dann nochmal ein bisschen auf Liz rumdrücken. Und ja, ausnahmsweise auch auf Ben, aber nur, weil ich muss. So, besprechen. Und dann nochmal lachen. Und dann sollten wir es jetzt eigentlich fast geschafft haben. Nein, nicht 5. Oh, verdammt, wir müssen 5 nehmen, Leute. Ja, Prost Mahlzeit aber auch. Egal, wir haben es geschafft. So, dafür kriegen wir nochmal 25... Also... 5 mal 25 Münzen, rechnen ist schwer, einsammeln. Wir alle haben völlig unterschiedliche Berufsinteressen, wie es ja auch logisch ist, weil wir alle unterschiedliche Menschen sind. Liz möchte Magiezoologin werden, Diego träumt von einer Karriere als Duellmeister und Chiara möchte Heilerin werden. Das klingt, als hätten wir alle die richtigen Clubs ausgewählt. Was meinst du damit, Penny?
Nun, Liz und Barnaby möchten mit magischen Geschöpfen arbeiten und sie sind beide im Hippogreif-Club. Es macht Sinn, dass ihre Berufswünsche mit Tierwesen zu tun haben, denn im Hippogreif-Club geht es um die Natur und Pflege. Ich möchte irgendwann ein Baby-Hippogreif im Arm halten. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ein Baby-Hippogreif aussehen könnte. Bestimmt total knuddelig und niedlich. Überhaupt keine Frage. Ich weiß einfach, dass ich in Zukunft niedliche Geschöpfe knuddeln werde. Apropos Zukunft, damit sind wir beim Grund, warum ich die DA versammelt habe. Jetzt wird's tricky, Leute. Sieht aus, als wären wir fast vollständig. Nur Merula fehlt. Barnaby, hast du mit Merula gesprochen, seitdem wir alle zurück in Hogwarts sind? Nein, und sie schien den Sommer über sehr beschäftigt gewesen zu sein. Weißt du, womit sie beschäftigt war? Keine Ahnung, aber ich bin es leid, Geheimnisse zu lüften. Barnaby hat recht. Die letzten Jahre haben wir ein Geheimnis nach dem anderen gelüftet. Rowan kann endlich in Frieden ruhen. Vielleicht ist es an der Zeit, die DA aufzulösen. Zustimmen, nicht einverstanden sein. Nein, nicht einverstanden sein, weil wir müssen, ja, gegen Merula arbeiten und, ja, genau. Ich finde nicht, dass wir die DA auflösen sollten. Was ist, wenn uns noch mehr Bedrohungen erwarten? Und wenn nicht? Was ist, wenn nach dem letzten verwunschenen Verlies wirklich nichts mehr kommt? Wir können nicht auf ewig irgendwelchen Bedrohungen nachjagen, Daniel. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir eine große Last losgeworden sind und es gerne dabei belassen würden. Aber Leute, Merula gehört zu... Versteht das doch? Achso, ich habe das ja noch gar nicht erzählt. Wie kannst du für uns alle sprechen? Ist das ein neuer Zauber? Boah, Barnaby, steck einfach den Kopf in den Brunnen, ey. Darüber können wir später in Ruhe reden. Aber fürs Erste kann die DA ruhen. Wieso bestimmst du das eigentlich, Ben? Wir sollten einfach wieder nur Freunde und Klassenkameraden sein. Oder in Daniels Fall Verliebte, also ein paar, anstatt gegen schwarze Hexen und Zauberer zu kämpfen. Es macht mehr Spaß, zu den Guten zu gehören, wenn es keine Bösen gibt. Wow, danke Freunde, ich mag euch auch. Scheinbar wollen meine Freunde nichts davon hören, dass Merula beigetreten ist. Ich sollte mich an meine Familie wenden. Zeit für ein Treffen mit Jacob. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Daniel. Okay, mit Jacob treffen. Ich habe nicht viel Zeit für unser Treffen, also beeil dich. Ja, Jacob, ich komme auf jeden Fall jetzt die Tage zu dir. Mach's dir schon mal bequem. Aber für heute ist die Folge leider zu Ende, weißt du? Ja, in der Hoffnung, dass euch da draußen die heutige Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt, auf meinem Logo hier an der Seite. Und ja, wir werden also in den nächsten Folgen erfahren, was mein Bruder auch noch dazu sagen wird. Und vor allem bin ich sehr gespannt darauf, ja, wie Merula jetzt, sich verhalten wird. Und vor allem, wie die DA darauf reagieren wird, sofern wir ihr es bald verraten, was mit Merula los ist. Eigentlich hätte ich erwartet, dass wir das jetzt schon direkt machen. Wird aber hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, weil das ist eine sehr wichtige Info. Und ich glaube nicht, dass er es lange geheim halten wird. Also ich in dem Fall. Ob ich da richtig liege, wir werden sehen, Leute. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag. Macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.